Ach, wenn es doch so idyllisch auch auf der Straße wäre. Aber ist logisch, weil so viele Brücken gibt es halt über die Donau nicht. Wir sind jetzt in Niemandsland zwischen Ungarn und der Slowakei und überqueren tatsächlich das allererste Mal die Donau. Ich glaube, in Österreich machen wir es noch ein paar Mal öfters, wenn wir wollen. Aber hier ist tatsächlich das erste Mal, dass wir über die Donau überfahren. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber ich würde sagen, so ultra viel Wasser hat sie jetzt nicht. Also könnte ein bisschen mehr sein, oder? Ich weiß nicht. Jetzt geht es weiter hinein in die Slowakei.